Ein Mensch trifft die Entscheidung, sterben zu wollen. Empörung. Darf er das denn? Aber wer, wenn nicht er? Vielleicht Gott? Was maßen wir anderen uns an, es besser wissen zu wollen als die Person selbst? Oder ist es unsere gesellschaftliche Aufgabe, einzuschreiten, nicht stillzusitzen? Helfen zu gehen oder helfen zu bleiben? Womit helfen wir wirklich? Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen in Bezug auf den eigenen Tod getroffen. Mit dem Urteil wurde das Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung aufgehoben. Der Bundestag muss Beihilfe zum Suizid daher gesetzlich neu regeln. Diakoniepräsident Ulrich Lilie fordert eine offene Debatte über die wichtige ethische Frage des assistierten Suizids. In der evangelischen Kirche wird bereits kontrovers diskutiert. Wir wollen heute mit Pfarrer Matthias Ewelt, unserem theologischen Vorstand von Diakonie Erlangen und Stadtmission Nürnberg, und mit Alexander Kuller, dem Leiter unseres Erlanger Hospizes und gleichzeitig Fachreferent in der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, über das Urteil, ethische Folgefragen und die Praxis sprechen. Wir, das sind Tabea Buzada und ich, Anna Thiel aus dem Öffentlichkeitsreferat. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo alle miteinander. Ja, da steigen wir doch direkt ins Thema ein. Wie gesagt, das Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung wurde also letztes Jahr gekippt. Viele haben das als einen Dammbruch verstanden. Bevor wir in die emotionalen und ethischen Diskussionen dazu kommen, vielleicht können Sie, Herr Kuller, uns nochmal auseinandersetzen. Was genau wird denn wahrscheinlich in Zukunft erlaubt sein? Was wird verboten sein, einfach um die Begrifflichkeiten, über die wir da verhandeln, noch mal ein bisschen klarer zu kriegen? Ja, also vorab möchte ich mal sagen, dass ich nicht glaube, dass es diesen Dammbruch so geben wird. Das ist eine große Sorge von vielen. Ich glaube aber, dass die Zahlen der assistierten Suizide nicht massiv in die Höhe steigen werden. Ich denke, für viele ist es einfach eine Option, die sie haben und eventuell in Anspruch nehmen können. Ob sie es dann tatsächlich nutzen, das ist eher fraglich. Wenn dann eine gesetzliche Regelung da ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ein assistierter Suizid möglich ist, unter ganz engen Voraussetzungen, die per Gesetz noch geregelt werden müssen. Tatsache ist, dass aktuell wahrscheinlich sowieso schon assistierte Suizide in Deutschland stattfinden. Die haben aber keine klaren Spielregeln und das wäre dann damit anders. Was es definitiv nicht geben wird, ist die Todesspritze, das Töten auf Verlangen, also dass jemanden einfach eine Spritze verabreicht, ohne dass derjenige selbst die Tatherrschaft hat. Also das wird es nicht geben. Wobei auch das ein Thema ist, was man kritisch betrachten kann tatsächlich, wenn man jetzt an Menschen denkt, die gelähmt sind und eine Tablette nicht mehr selbst schlucken kann, muss man auch für die irgendwie eine Lösung finden. Aber das ist dann, denke ich, Aufgabe des Gesetzgebers. Bei der Assistenz zum Suizid, wo hört denn die Assistenz auf und wo beginnt die Tötung? Das ist immer so die Frage, wenn es sozusagen nicht über eine Spritze oder ähnliches oder eine Todespille läuft, die jemand nehmen kann. Wie muss ich mir die Assistenz vorstellen? Also die Assistenz kann anfangen dafür, dass also erstmal Beratung stattfindet. Ich denke, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, dass ein Medikament besorgt wird über den der assistiert oder einfach nur ein Rezept ausgestellt wird. Und die Assistenz kann dann auch so weit gehen, so ist es in der Schweiz zum Beispiel, dass das Medikament so weit vorbereitet wird, dass derjenige es nur noch nehmen muss. Ganz wichtig ist, dass die Handlungsherrschaft immer bei demjenigen selber ist, der sich suizidieren will, dass er selbst diesen Akt vollführt und das Medikament nimmt oder die Infusion anstellt, in der das Medikament intravenös drin ist. Was wahrscheinlich dann auch nicht jeder
noch schaffen kann, der sozusagen den Wunsch hat, sich selbst zu töten. Aber da kommen wir später noch drauf. Was hat denn in Ihnen beiden dieses Urteil ganz persönlich ausgelöst? Und da die Frage würde ich erstmal an Sie stellen, Herr Ewelt, als Sie hörten, da kommt was auf uns zu, was nach Suizid oder was sozusagen schweizerischer oder niederländischen Verhältnissen näher kommt. Also ich denke, der Herr Kuller hat recht, der Dammbruch in dem Sinne, dass wir jetzt erwarten, dass das sozusagen in riesigen Mengen auf uns zukommt, sehe ich nicht. Ich sehe den Dammbruch eher in der Grundsatzentscheidung, dass wir nämlich in das Thema reingehen der Selbstbestimmung, als ob wir Menschen sozusagen jeweils nur alleine unterwegs sind. Also es wird sozusagen immer mehr, wie es auch grundsätzlich so der Trend ist, auf individuelle Entscheidungsfreiheit gesetzt und der Mensch immer als soziales Wesen wahrgenommen in sozialen Bezügen. Das ist das, was bei mir persönlich ausgelöst wurde, dass es wieder ein Schritt dahin ist, dass so getan wird, dass jeder sozusagen jederzeit Herr seiner Lage, seiner Entscheidungen und aller Konsequenzen ist und deswegen das Recht eingeräumt werden muss, sich selber zu entscheiden. Wir hatten nie das Recht zu entscheiden, ob wir geboren werden. Und aus kirchlichem Hintergrund und als glaubender Mensch sage ich, ich kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass ich dann auch das Recht habe, mein Leben jederzeit zu beenden, weil es ein Geschenk ist, mit dem ich umgehe. Dass es natürlich da noch einmal Themen gibt, die mit Leid und Schmerz zu tun haben, da kommen wir, denke ich, nachher noch drauf. Das muss ich jetzt nicht breiter ausmachen. Aber weil Sie mich nach der persönlichen Betroffenheit, Dammbruch im Sinne von Grundsatz und Dammbruch wieder mehr in Richtung Individualisierung statt Sozialisierung von Themen. Das heißt, Sie sehen das Credo und Plädoyer zur Selbstbestimmung auch eher kritisch, für das hier sozusagen gestritten wird. Naja, also gerade wenn Sie sozusagen an meine Erfahrung anknüpfen, als Pfarrer, als Seelsorger hatte ich mit Selbstmorden immer dann zu tun oder mit Selbsttötung immer dann zu tun, wenn es zu spät war, in Anführungszeichen. Sprich, wenn ein Mensch sich getötet hat, die Beerdigung anstand und ich dann gemerkt habe, dass das unendliche Leid dessen, der sich getötet hat, deswegen einfach nur umgemünzt wurde in unendliches Leid von Menschen, die jetzt Abschied nehmen müssen. Nicht verstehen, den Hintergrund nicht verstehen, sich fragen, warum sie es nicht verhindern konnten und so weiter. Also es ist nicht so, dass ein Leid beendet wird und damit ist alles gut, wie der Mensch, der sich selber tötet, denkt, individuell denkt, sondern dass wir sozial das Ganze angucken müssen. Es ist letztlich nur ein Tausch. Einer beendet seine Krise und schafft eine neue Krise für andere, die dann wieder damit umgehen müssen. Und deswegen ist das zu wenig und zu eng, nur das Individuum an der Stelle zu sehen. Also Blick auch auf die Hinterbliebenen oder Angehörigen richten, höre ich daraus. Herr Kuller, wie ist das bei Ihnen? Sie haben durch Ihre Arbeit im Hospiz ja jeden Tag mit Sterbenden, auch Angehörigen zu tun. Haben Sie schon mal ganz konkret die Erfahrung gemacht, dass jemand sterben wollte und auch um Hilfe gebeten hat? Ja, habe ich. Da sage ich gleich was dazu. Ich möchte erst mal direkt auf den Herrn Ewelt eingehen. Natürlich ist es so, dass wir in einem sozialen Umfeld leben, eine Familie und Freunde haben. Ich stelle fest, bei uns in der Einrichtung im Hospiz, dass immer mehr Leute alleine sind, die keine Angehörigen haben, die sozial isoliert sind. Und das wird leider zunehmend einfach ein Problem. Von daher lasse ich dieses Argument dann nicht immer gelten. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass die Familie auch nicht immer, selbst wenn sie da ist, nicht immer beistehen kann. Und ich finde es fast schöner, wenn ein assistierter Suizid geplant wäre und man kann sich darauf einstellen, dass derjenige geht, als wenn dann so eine Affekthandlung und ein Suizid einfach so aus dem Nichts heraus geschieht. Das ist, denke ich, für die Angehörigen viel, viel schlimmer, als wenn sie sich darauf vorbereiten können. Und das erlebe ich bei uns im Hospiz auch so. Also ich kenne den Unterschied zwischen Krankenhaus und Hospiz. Im Krankenhaus kommt der Tod recht häufig, sehr unerwartet und schnell. Im Hospiz können die Leute sich darauf vorbereiten, haben Zeit, den Abschied auch zu zelebrieren. Und von daher finde ich das mit dem Wissen, dass man bald sterben wird, kann man einfach als Angehöriger wahrscheinlich auch besser umgehen, als wenn es ganz spontan ist. Ja. Und ich habe meine erste Konfrontation mit dem Thema assistierter Suizid direkt nach der Urteilsverkündung gehabt. Eine Dame, die bei uns als Gast im Hospiz lag, hat mich dann gleich rufen lassen, nachdem im Fernsehen gelaufen ist,
dass das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung getroffen hat, die dann sofort nach einer Tablette verlangt hat. Mhm. Und ich war selber erstmal sprachlos, habe gerade selbst erst das Bundesverfassungsgericht gehört. Mhm. Und ich glaube, das schildert ganz gut, wie es uns allen gerade geht. Also wir brauchen einfach da eine gesetzliche Grundlage, wie es passieren kann, bevor wir da irgendwie entscheiden können. Oder Wildwuchs passiert, ne? Richtig, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also mir wäre an der Stelle nochmal wichtig, die unterschiedliche Sichtweise wird jetzt hier auch deutlich, weil der Tod im Hospiz ist, glaube ich, ein Sonderfall der Gesetzeslage. Die Gesetzeslage sagt ja nicht Menschen in den letzten Lebenswochen und Stunden, sondern grundsätzlich hat jeder das Recht. Und wenn wir grundsätzlich reingehen, dann spielen die Themen soziale Bezüge natürlich eine ganz andere Rolle als an der Stelle. Dann spielt aber auch die Selbsttötungsabsicht eine ganz andere Rolle, weil ein Mensch, der sich mit 35 aus irgendwelchen Gründen tötet, ist was anderes als einer, der im Hospiz ist, wo es nur noch eine Frage ist, tritt der Tod jetzt durch eine Tablette ein oder in 6 Wochen durch Zuwarten? Also da merkt man auch die ganz große Differenz in diesem Thema. Wenn man grundsätzlich redet, muss man im Blick haben, grundsätzlich zu reden im Setting Hospiz oder schwere Erkrankung ist was anderes als grundsätzlich reden im Blick auf ein Menschenleben. Mhm. Darf ich zu der Frage der Familien und Angehörigen vielleicht auch nochmal nachfragen? Verstehe ich das dann richtig, dass Sie es auch als Teil der Verantwortung des Menschen sehen, der sich, da er sein Leben selber beenden möchte, auch Verantwortung für sein Umfeld zu tragen, was er damit sozusagen auslöst und welches Leid und welche Tragödie er hinterlässt? Also ich habe ja vorhin kategorisch argumentiert und nicht, lebt Lieselotte Müller alleine oder nicht. Wir sind soziale Menschen. Auch Lieselotte Müller, die alleine lebt, hat Nachbarn, hat einen Arzt, hat einen Supermarkt, wo sie hingeht, hat Personal im Hospiz oder so. Mir geht's einfach darum, dass Menschen soziale Menschen sind. Wir wissen ja sogar, dass Menschen, die völlig einsam sind, daran erkranken. Also wir sind aufeinander bezogen. Das nur nochmal vielleicht zur Klarstellung, was ich damit meine. Das andere Thema ist, dass wenn wir soziale Menschen sind, dann muss uns ja bewusst sein, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Darum halten wir uns auch an Gesetze, weil wir glauben, die Gesetze schützen die Gesamtheit. Es geht nicht darum, sozusagen dem Individuum alles einzuräumen, soweit wie es irgendwie geht. Ja, ich fahre 120 auf der Straße, wenn 120 steht, nicht weil ich es einsehe, nicht weil ich mich dafür entschieden habe, nicht weil ich es relativ einschätzen kann, sondern weil andere für mich diese Entscheidung getroffen haben zum Wohle aller. Und das ist so das Thema. Sie sprechen es jetzt ein bisschen provokativ an, hat jeder sozusagen den Auftrag. Ich denke, der ist grundsätzlich im Menschsein drin. Und tatsächlich ist es so, dass wenn Menschen sich töten und ich mit den Angehörigen rede, ganz oft neben der eigenen Schuld auch dieser Vorwurf, wie kann der nur, wie kann der mir das antun, wieso hat der nicht auch mal an uns gedacht, was mit uns passiert. Also dieses Thema ist, und das kann man, denke ich, auch nicht leugnen, als soziales Wesen habe ich immer auch die Pflicht, darüber nachzudenken, was mein Handeln oder Nichthandeln auslöst bei anderen. Ja. Wie erleben Sie das und wie ist damit umzugehen? Genau, da ist tatsächlich ein großes Problem, was das Sterben insgesamt auch schwierig macht für erwachsene Menschen. Mhm. Wir haben im Prinzip immer mit im Kopf, wie geht es unseren Angehörigen, wie geht es unseren Freunden, wie geht es meinem Arbeitgeber, wenn ich jetzt nicht kommen kann, weil ich schwer krank bin. Was passiert, wenn ich als Hauptverdiener ausfalle? Was macht da meine Frau, mein Mann, wie kommen die über die Runden? Ich merke, dass sich Menschen im Hospiz sehr schwer tun zu gehen, wenn noch offene Baustellen sind. Also von daher, wir beschäftigen uns immer mit den anderen, die um uns rum sind. Und da kann ich als Vergleich dazu Kinder nehmen, ein ganz schwieriges Thema, wenn Kinder sterben. Ich habe selbst schon einen Einblick in die Kinderonkologie gehabt, war da ein paar Wochen zum Praktikum. Kinder sterben viel einfacher, weil die sich auf hier und jetzt konzentrieren. Die denken in der Regel nicht drüber nach, was passiert mit Freunden, mit Familie, sondern die sind ganz bei sich. Da ist das Sterben viel offener, viel ehrlicher, nicht leichter deswegen, im Gegenteil, wahrscheinlich sogar schwieriger für die anderen. Aber es macht tatsächlich was aus, wie wir eingebunden sind und ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Interessante an der Frage ist ja nicht, dass sozusagen, weil ich sehe, dass der Mensch, der sterben will, auch über die anderen nachdenken muss, sondern die anderen müssen auch über den und seinen Wunsch nachdenken und zum Beispiel loslassen können.
in der Krise. Das ist ja ein wechselseitiger Auftrag. Also wenn der Sterbende ganz bei sich sein kann, auch in einer, ich sag mal, versöhnten Art und Weise, das ist erstmal eine gute Voraussetzung zum Sterben, höre ich da so ein bisschen raus. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach im Hospiz und Ihrer Erfahrung auch sozusagen aus der Seelsorgearbeit mit Menschen, die vielleicht auch gar nicht sich selber in dieser, die man jetzt sozusagen sagen, der ist am Lebensende angekommen und trotzdem einen Sterbewunsch haben. Was sind denn vielleicht häufige Beweggründe, die Menschen dazu bringen, dass sie ihr Leben beenden wollen? Vielleicht, Herr Kuller, fangen Sie mal an. Also häufig sind es natürlich schwere Erkrankungen und der unsichere Verlauf, wie es weitergeht, die Unkenntnis darüber, wie Sterben funktioniert, ist eine Hauptsorge und die Leute dazu bringt, darüber nachzudenken, sich selbst zu töten. Angst vor der Ungewissheit. Angst vor der Ungewissheit, Angst vor Symptomen, Angst vor Schmerzen, Angst, Atemnot. Ersticken. Ersticken, ganz groß auch die Angst vor der Pflegebedürftigkeit, das Ausgeliefert und hilflos sein. Ich glaube, das ist was in vielen einfach für Panik sorgt, der dann eventuell nach einem in einem Schrei nach einem Suizid enden. Die soziale Isolation, habe ich schon gesagt, kommt natürlich auch häufig vor. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, in denen ich mir vorstellen könnte, dass ich einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen könnte. Für mich allein ist es zum Beispiel ganz schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich bin mal alt und dement, laufe mit leerem Blick durch irgendein Pflegeheim. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für mich dann noch lebenswert ist. Aber ich würde auch behaupten, ich bin jetzt nicht in der Lage, darüber zu entscheiden, wie ich es dann sehe. Mhm. Also das ist immer das Schwierige an der ganzen Sache. Das heißt, Sie würden jetzt auch nicht die Gründe, die Sie jetzt mal beispielhaft genannt haben, warum Menschen sterben würden, bewerten, ob das legitime oder illegitime Gründe sind, sterben zu wollen? Kann ich gar nicht bewerten, weil es jeder auch individuell sieht. Und ich kann das nicht bewerten. Ich kann mir den Menschen anhören, wie er die Sache sieht, aber bewerten. Ich würde sogar davor warnen, das zu bewerten, weil in dem Moment, wo wir sagen, kommende Demenz könnte ein Grund sein, kategorisch für Selbsttötung, in dem Moment entsteht ein Druck auf alle, die die Diagnose kriegen. Also von daher sollte man an der Stelle, also das wäre ganz wichtig bei den Rahmenbedingungen, dass dieser Druck rausgeht, dass man Kategorien findet, welche Erkrankungen sprechen dafür. Aus meiner Praxis sind noch ein paar andere Themen, also das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dann so grundsätzliche Lebensängste, die manchmal zu Selbstmord führen, wie wirtschaftlich, ne, dass man Arbeitsplatz verloren hat. Bei Männern sind ja überwiegend Männer, die sich suizidieren, von der Mehrzahl her, die sozusagen nicht mehr für die Familie sorgen können. Allerdings ist ja ein ganz großer Anteil auch derer, die vermeintlich Gründe haben für den Selbstmord, ja auch in psychischen Erkrankungen, Depressionen und sowas zu suchen. Und das macht es ja auch so schwierig, das sozusagen zu sagen, ist das wirklich eine reflektierte Entscheidung, immer auch überlagert ist von anderen Dingen. Also die meisten Suizide, mit denen ich als Seelsorger zu tun hatte, hatten zumindest Komponenten psychischer Probleme, langanhaltender Schwierigkeiten, Depressionen und solche Themen, Altersdepressionen und all diese Themen. Also die Vorstellung, dass einer sozusagen ganz bei sich ist, ganz gesund, ganz klar reflektiert und dann zu einer Entscheidung kommt, ich möchte mich töten, ich möchte euch das alles mitteilen, lasst uns da einen guten Weg finden, ich finde einen Assistenten. Das ist eine rein theoretische Vorstellung, wie wir es gerne hätten. Ich glaube, dass die in der Realität sehr selten funktioniert, sondern gibt es immer Überlagerungen. Und die Gründe, die Sie auch nennen, die, da hinter den Gründen liegen ja meistens auch nochmal Gründe. Also wenn man die abklopft, Sie haben jetzt die Themen, die wirtschaftliche Absicherung und so, das sind ja dann, läuft da alles auf Ängste zu, dass ich Angst habe, Kontrolle zu verlieren oder Angst habe, meinen Status oder Angst vor Schmerz bei dem, was Sie jetzt genannt haben. Dem kann man sicherlich auch begegnen, noch mit anderen Mitteln als mit der Sterbeassistenz. Gibt es denn umgekehrt Situationen, in denen Sie für sich ganz persönlich, und ich fange mal bei Ihnen an, Herr Ebert,
in Betracht ziehen würden oder sich das jetzt hypothetisch vorstellen könnten, auch Sterbeassistenz zu leisten? Selber an anderen gegenüber zu leisten. Oder das sozusagen den Weg dafür zu ebnen. Das Interessante ist, dass das ja mit Lebenserfahrung sich da manche Entscheidungen komplett verändern. Ich erinnere mich an den vorhergehenden Ratsvorsitzenden der EKD, der das kategorisch abgelehnt hat und als seine Frau schwer krank wurde und ihn darum gebeten hatte, gesagt hat, ja, aus Liebe könnte ich es mir vorstellen. Von daher fällt es mir schwer zu sagen, es geht auf gar keinen Fall. Als Pfarrer, als glaubender Mensch würde ich sagen, es sollte nicht sein und ich möchte es ungern tun müssen. Aber wenn mich ein Mensch, den ich liebe, herzlich darum bittet, in großem Leid, kann ich es nicht ausschließen. Und das andere ist aus eigener Erfahrung, ne, weil Sie ja jetzt gerade auch gesagt haben, wie wäre meine eigene Entscheidung. Bis vorletztes Jahr hätte ich noch gesagt, nein. Letztes Jahr habe ich Schmerzen erlebt wie noch nie in meinem Leben und war froh, als endlich die Narkose gewirkt hätte und es wäre mir egal gewesen, wenn ich gestorben wäre. Seitdem weiß ich, es gibt Situationen, Angst vor Schmerzen oder tatsächliche Schmerzen, wo man einfach nur möchte, dass es aufhört, sprich jederzeit bereit wäre, sich zu töten. Also was ich damit sagen will, ist, persönliche Erfahrungen färben die Entscheidung ganz anders, als wenn ein Politiker im Bundestag sagt, soll das so sein oder soll es nicht so sein. Deswegen wäre mir für den Prozess der Entscheidung ganz wichtig, dass Menschen, die da echt Ahnung haben, sei es fachliche Ahnung oder eigene Erfahrung, da ganz viel mit einbringen, wie man damit gut umgehen kann oder umgehen muss. Mhm. Herr Kuller, wie ist das bei Ihnen? Situation vorstellbar? Ja, absolut vorstellbar, zumal ich schon ganz viele Leute in meiner Arbeit als Krankenpfleger, sowohl in der Klinik als auch im Hospiz, begleitet habe, bei denen ich mir manchmal gedacht habe, wie können sie das nur aushalten? Ich habe Menschen mit Tumoren im Gesichtsbereich gesehen, die fürchterlich entstellt waren. Ich mag es gar nicht beschreiben, weil das eigentlich viel zu brutal ist, letztlich, was die Leute erlebt haben. Und da kann ich mir das in der Theorie gut vorstellen, denen das zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob ich dann bei jemand Fremden derjenige wäre, der es ihm auch hinstellen könnte. Aber ich stimme Ihnen dazu, Herr Ewelt. Also wenn es jemand ist, den ich liebe, den ich mag aus meiner Familie, da könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, auch den Weg zu ebnen und auch das Medikament zu besorgen und auch hinzustellen und auch dabei zu sein. Und es gibt viele Dramen, die uns passieren können, wo ich es auch für mich persönlich tatsächlich in Anspruch nehmen würde. Erst letztes Jahr habe ich mitbekommen von einem Fall, der in Erlangen passiert ist. Ein Familienvater, der einen schweren Unfall mit seiner kompletten Familie hatte. Die Frau und drei Kinder sind verstorben und der Mann war der Einzige, der noch da war. Sicherlich kann man dem Mann sagen, ja, es wird alles wieder gut und wenn die Trauer vorbei ist, dann kannst du auch ein neues Leben starten. Das wäre jetzt für mich in der Situation wahrscheinlich undenkbar und ich kann mir echt vorstellen, dass ich in so einer Situation dann auch sagen würde, dann will ich auch nicht mehr leben. Wobei, da würde ich gerne einhaken, weil das ja tatsächlich eine akute Trauersituation ist. Und alle Menschen, die mit Trauer sich auskennen, wissen, dass Trauer überwunden werden kann, selbst schwerste Trauer. Und dann zu sagen, weil das Leid dir jetzt so groß ist, okay, gebe ich dir die Tablette, da hätte ich dann Schwierigkeiten damit, weil ich eben den Menschen in Kontakt bringen kann mit mindestens 10 anderen, die auch alle Angehörigen verloren haben und 10 Jahre später sagen, zum Glück bin ich da rausgekommen, ich habe wieder einen neuen Partner gefunden, ich habe das Glück gefunden, ich habe es überwunden. Und das ist ja, ne, das ist die Schwierigkeit. Richtig. In der Hospizsituation weiß ich, es ist endlich, es wird zu Ende gehen oder im Krankenhaus, ne, der so entstellt ist, da ist auch keine Aussicht, es wird schon wieder werden. Aber bei all diesen anderen Situationen, wo eine Aussicht, eine ernsthafte und nachvollziehbare Aussicht ist, dass sich's ändert, selbst wenn es jetzt im Moment so wirkt, als ob es nicht veränderbar ist, da hätte ich halt meine Schwierigkeiten, das grundsätzlich zu ermöglichen oder ich persönlich hätte auch meine Schwierigkeiten, dazu assistieren. Ja, da ging es jetzt eher um mich, dass ich das für mich in der Situation vorstellen kann, weil für mich wären diese 10 Jahre, bis ich dann wieder zum Normalzustand zurückkehre, die wären Stand jetzt für mich unerträglich, wie es natürlich dann ist in der Situation, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass weiß ich nicht, was es auch sehr schwer macht, so Patientenverfügungen und sowas zu verfassen, weil das sind alles Themen, über die ich theoretisch nachdenken kann, aber erst eine Entscheidung treffen kann, wenn sie wirklich eintreten. Also höchst individuell und auch eine Momentaufnahme letztendlich für die so eine Entscheidung immer. Kann man nicht planen.
für die so eine Entscheidung dann vielleicht in Betracht kommt oder auch nicht. Mhm. Genau, wir sind ja jetzt gerade schon so ein bisschen von den theoretischen Überlegungen zu den, ich sag mal, theoretischen Überlegungen zur Praxis gekommen. Unterstützung beim Sterben, wir haben es auch vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist ja erstmal sehr vage und viele haben nicht wirklich eine Vorstellung davon, was das eigentlich genau bedeutet. Herr Kuller, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie das in der Praxis konkret aussieht, zum Beispiel, welche Methoden gibt es überhaupt? Genau, also grundsätzlich möchte ich mal vorwegnehmen, dass es schön wäre, wenn es die Möglichkeit zum assistierten Suizid gäbe, ohne dass irgendwelche Vereine das steuern müssten. Ich denke, am geschicktesten ist es, wenn man seinen letzten Weg in die Hände von Menschen legt, denen man auch vertraut, beispielsweise der Hausarzt, der einen schon jahrzehntelang begleitet hat, und die Familie, die natürlich eng bei einem ist. Bevor es aber gar keine Möglichkeit gäbe, wäre natürlich auch ein Sterbehilfeverein denkbar. In einigen Ländern ist das ja schon so, in der Schweiz zum Beispiel. Und da ist es dann tatsächlich, habe mich da ein bisschen schlau gemacht vorher natürlich, ist es tatsächlich so, dass das dann auch organisiert wird, dass das alles in einem guten Rahmen stattfindet, möglichst bei demjenigen zu Hause, wenn es machbar ist, dass auch alle die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden vorher, dass Rituale durchgeführt werden. Und dann ist es eben so, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird ein Medikament besorgt, derjenige bekommt das hingestellt und müsste es letztlich selbst nehmen. So könnte das laufen. Ich sehe große Schwierigkeiten, wenn man es irgendwie an eine Institution bindet. Sowas kann nur in einer Klinik, nur in einem Pflegeheim stattfinden. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ja, und ich finde, es muss einfach alles klar geregelt sein. Es darf wenig Spielraum für einen Ausbruch aus den Regeln geben. Es kann zum Beispiel nicht sein, meiner Meinung nach, dass ein Minister entscheidet, ob ein schwer kranker Mensch ein Medikament bekommt oder eben nicht bekommt, so wie es bei uns geschehen ist mehrfach. Ich finde, das darf nicht sein, dass sich da eine Person über das Gesetz hinweg setzt. Ja, und umso besser geregelt, desto besser und ja, sinnvoller kann es durchgeführt werden, denke ich. Ist es denn denkbar oder besteht diese Aussicht, dass auch Hausärzte das dabei helfen könnten oder vielleicht sogar jemand aus der Familie? Ja, also in der Realität ist es wahrscheinlich häufig so, jetzt schon bei den assistierten Suiziden, die stattfinden, im Verborgenen, dass die Familie assistiert oder dass der Hausarzt ein Rezept ausstellt. Und ich denke, wenn das offen und transparent ist, ist das einfach der beste Weg. Und der Hausarzt, zu dem hat man sein Vertrauen in der Regel, den kennt man schon lang. Also ich denke, dass das tatsächlich ein guter Weg ist. Muss aber immer dazu sagen, es ist wichtig, dass keiner der Ärzte dazu gezwungen werden kann, so eine Suizidhilfe vorzunehmen. Ich glaube, wenn es mal so weit kommt, dann sind wir in die falsche Richtung unterwegs. Also es sollte immer die Freiwilligkeit beim Arzt bestehen. Und Sie haben vorhin gesagt, Todesspritze, das wird es sicher so nicht geben. Es gibt wahrscheinlich Medikamente in flüssiger Form, die man trinken kann. Wie wird es vielleicht bei uns sein und wie ist es denn schon in den Ländern, wo Hilfe beim Sterben erlaubt ist? Genau, also in den Ländern, wo es erlaubt ist, gibt es das Natriumpentobarbital, was man auflösen kann, was ein gräußliches Medikament sein soll, was man dann schlucken kann. Das gibt es, soweit ich weiß, auch als Lösung für eine Infusion. Ich bin nicht firm genug, da zu entscheiden, welche Medikamente es da gibt, die dafür geeignet sind. Ich denke, da sind Ärzte, Apotheker, dann die sich damit auskennen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber es gibt mit Sicherheit Wege, das auch menschlich zu Ende zu bringen. In Ländern mit der Todesstrafe wird das auch verwendet, ne? Genau. Also was ich wichtig finde, ist, was Sie jetzt gerade ansprechen, dass sozusagen die Assistenz oder sagen wir, der medizinische Anteil entkoppelt ist von der Begleitung.
Wir haben ja damals, wie die Frage zu klären war, wie wir auch als kirchlicher Träger mit Schwangerschaftsabbrüchen umgehen, das sehr wichtig gefunden, dass sozusagen die Beratung von der tatsächlichen Durchführung getrennt ist, damit man da nicht in so einen Automatismus reinkommt oder in so eine Selbstverpflichtung. Ne? Ich muss jetzt an der Stelle das auch tun, weil jetzt das unumgänglich geworden ist in der Beratungssituation, sondern dass man das entkoppelt. Und diese Brücke würde mir auch helfen, wenn wir Verantwortung als diakonischer Träger, als kirchlicher Träger haben. Wir werden nie die sein, die das anbieten, sozusagen als Leute, die solche Medikamente im Vorratsschrank haben und dann verteilen für die, die es wollen. Das geht auf gar keinen Fall. Aber wir werden auch Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner, die bei uns sind, nicht, wenn sie diese Entscheidung treffen, bitten, woanders hinzugehen, sondern die Begleitung soll ja bei uns erfolgen, gerade im Hospiz und gerade in den Pflegeheimen ist es ja wichtig, wo es eine Rolle spielen könnte. Da wäre es nur wichtig, dass der die Assistenz durchführt, sei es der Arzt oder irgendjemand Spezielles, von außen kommt und das tut und das mit dem Patienten direkt abspricht. Das ist so für mich die wichtige Trennung an der Stelle. Ja, ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig vor, als Angehöriger oder Nahestehender, wenn man in der Situation ist, mache ich das jetzt oder nicht, wenn ich darum gebeten werde. Nach dem Urteil ist es ja so, dass jeder, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, nicht nur jemand, der todkrank ist sozusagen, das Recht hat, Unterstützung beim Sterben zu bekommen. Herr Ewelt, welche Voraussetzungen sehen Sie denn nochmal als unumgänglich, bevor man einem Menschen tatsächlich beim Beenden seines Lebens überhaupt helfen darf? Naja, das sind genau die Sachen, deswegen habe ich gerade den Schwangerschaftsabbruch erwähnt. Es sind ähnliche Themen. Es muss sozusagen herausgearbeitet werden, dass dieser Mensch zu dieser Entscheidung aus nachvollziehbaren Gründen gekommen ist und dass das nicht sozusagen durch eine Depression überlagert ist, die man durch eine Medikamentengabe komplett verändern könnte. Ne? Dass ein Mensch, der nicht depressiv ist, sagt, nö, zu dem Ergebnis komme ich gar nicht. Dann müsste ja bisher, zumindest in den Vorschlägen, sind Kinder auch nicht ausgenommen. Das heißt, Eltern könnten entscheiden, für Kinder, die sich töten wollen, da dafür oder dagegen zu sein. Halte ich für enorm schwierig, das an der Stelle zu ermöglichen. Also da müsste ganz klar ein enges Raster, Sie haben, glaube ich, mit Kriterien vorhin argumentiert, gefunden werden, die abgeklärt sein müssen, dass da kein Missbrauch damit dann auch passiert und dass es nicht doch ein Dammbruch wird, weil es so leicht ist, vermeintlich an der Stelle. Diesen Katalog müssten aber andere entwerfen. Da muss man aus der Praxis sicher viele Gründe zusammentragen, die da eine Rolle spielen. In meinem Beispiel vorhin, wenn ein Mann sagt, oh, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, kann meine Familie nicht mehr ernähren, da geht es jetzt um eine Beratungssituation. Also da kann man auf gar keinen Fall, der kommt, ich habe keinen Job mehr, möchte mich umbringen, das kann an sich kein Grund sein. Es kann ein Auslöser für den Wunsch sein. Genau, und für mich ist es ganz wichtig, dass auch, dass für die Gespräche, die mit demjenigen, der sich töten lassen möchte, dass für die Gespräche ganz viel Zeit da ist dass neutral auch beraten wird über die Optionen, und zwar über alle Optionen, die es gibt. Also ja, ich denke, wir sind da in Deutschland bei der Suizidprävention schon sehr, sehr gut und sehr, sehr weit. Und da sollten wir auch bei diesen Leuten wirklich aktiv dranbleiben und beraten. Aber wir sollten die Leute zu nichts drängen. Also ich denke, es reicht, wenn jemand klar bei Verstand ist, wenn man ihm die Optionen ausführlich aufzeigt. Wir dürfen nur nicht dazu kommen, dass wir den dann in die Richtung drängen und mit Druck ihn dazu bringen, dass er von seinem Anliegen Abstand nimmt. Ich glaube, da ist die größte Gefahr. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es wirklich neutrale Beratungsstellen sind. Und was auch ein Kriterium ist, dass es wirklich zwei unterschiedliche Leute sind, die nichts miteinander zu tun haben, die dann denjenigen beraten. Ja. Also das muss immer unter dem Überbegriff Ultima Ratio, der letzte Ausweg sein, weil sonst ist Tür und Tor für Missbrauch an der Stelle geöffnet. Und was sozusagen die Ultima Ratio ist, das müsste zumindest im Kern einmal beleuchtet werden. Und dann aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr individuell
angeguckt werden, was tatsächlich dahinter steht. Übrigens, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das wird auch noch mal ein Thema sein, die Frage der Frist. Es gibt ja in den ersten Überlegungen, dass man sozusagen zwischen der Beratung, Entscheidung und der tatsächlichen Assistenz 6 Wochen macht. Sie wissen aus der Hospizarbeit, das ist eine lächerliche Frist. Da geht es manchmal drum, mit Assistierten heute, ohne Assistierten in 3 Tagen. Also da muss man auch wirklich nochmal, da plädiere ich auch dafür, wirklich auseinanderhalten, die Situation der letzten Tage und Wochen eines Menschen in der Pflege und die grundsätzliche Debatte über Selbsttötung mitten im Leben. Ich glaube, das sind wirklich enorm große Unterschiede. Ja, das sieht man ja auch in unseren verschiedensten Einrichtungen, wo eben auch Menschen in Krisensituationen kommen, die lange arbeitslos sind und so weiter und wo ihnen durch diese Beratung auch längere Zeit über geholfen wird, da wieder rauszukommen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Pflege. Können Sie sich vorstellen, allgemein Sterbehilfe in den Einrichtungen von der Diakonie Erlangen und der Stadtmission Nürnberg zuzulassen oder eben auch aktiv möglich zu machen? Und wenn ja, vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, wie das konkret aussehen würde. Also ich würde erstmal mit der Praxis anfangen, zu glauben, dass es Mitwirkung, Unterstützung beim Sterben nicht schon bisher gegeben hätte, wäre ist Illusion. Also natürlich haben Ärzte entschieden, das Medikament gebe ich nicht mehr, das würde das Leben verlängern, lassen wir sie lieber sterben, das kennen sie aus der Praxis. Also ist es nicht so, dass es bisher ein Nein war und jetzt ist ein Ja, sondern die Grenze wird ein wenig verschoben in eine andere Richtung. Das ist, glaube ich, wichtig auch nochmal festzuhalten, weil natürlich im Blick auf die letzten Tage man da schon ganz andere Wege gegangen ist, nicht künstlich ernährt hat, obwohl, wenn man es mit künstlicher Ernährung gemacht hätte, vielleicht noch Tage, Wochen gewonnen hätte. Also die Debatte muss ja an der Stelle dringend geführt werden. Ich könnte mir konkret vorstellen, dass das in unseren Häusern erlaubt ist, wie vieles andere auch möglich ist, was von außen dazukommt, aber dass wir es selber anbieten, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, weil ich einfach als Verantwortungsträger für eine kirchliche Einrichtung sagen muss, Leben zu beenden vor der Zeit, die uns bestimmt ist, kann niemals unsere Aufgabe oder unsere Möglichkeit sein. Unsere Aufgabe ist zu begleiten, zu unterstützen, da zu sein, zu pflegen. Müsste es denn zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen eine bestimmte Ansprechperson dafür geben, die auch ein offenes Ohr dafür hat? Weil es könnte ja zum Beispiel eine Situation geben, dass jemand den Wunsch äußert, aber derjenige, also vielleicht ein Pfleger oder eine Pflegerin, da nicht persönlich sozusagen nicht aufgeschlossen ist und das dann nicht weiterträgt. Also da müssten Sie wahrscheinlich eher den Herrn Kulla fragen. Ich denke, das ist tatsächlich so. Also unsere Pflegekräfte, sobald ein Vertrauensverhältnis da ist, sind die Ansprechpartner, die da angefragt werden. Sie haben vorhin das schöne Beispiel, kann ich die Tablette haben? Jetzt ist es legal. Das wird immer passieren. Also ob man das dann institutionalisiert, dass man sagt, ähnlich wie der Sozialdienst, gibt es da so einen Ansprechpartner dafür? Das muss man dann sehen, ob das professionell auch notwendig ist an der Stelle. Genau. Also da, ich finde auch, die Leute vor Ort, die Menschen versorgen, die sind im Prinzip der beste Ansprechpartner. Und einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch, man sollte manchmal auch nicht warten, bis derjenige das von selbst anspricht, diese Möglichkeit, sondern auch wenn man schon spürt, da hadert jemand, sollte man einfach fragen, haben Sie Sorgen, wie denken Sie über Ihren momentanen Zustand nach, wie geht es Ihnen? Es gibt tatsächlich Studien, die beweisen, die zeigen, wenn man jemanden anspricht und ihn fragt, ob er noch Freude am Leben hat, dann führt das in den häufigen Fällen dazu, dass über einen Suizid dann am Ende nicht mehr nachgedacht wird und dass man ja einfach andere Wege findet, weil es frühzeitig angesprochen worden ist. Und wir nehmen das ja als Pflegende gut wahr, wie es den Leuten geht. Also man sollte keine Scheu haben als Pflegekraft, sowas auch mal zu thematisieren. Man sollte jetzt nicht vorschlagen, ja, also wir hätten die Option des assistierten Suizids, aber einfach spüren, wenn jemand Sorgen hat und auch schon mal sagen, stimmt's, Sie haben das Leben eigentlich satt und ich merke, Sie haben gar keine richtige Lust mehr zu leben und bei uns zu sein. Ich denke, damit kann man nichts falsch machen als Pflegekraft, wenn man den guten Draht hat. Da gibt es, glaube ich, ein allgemeines Missverständnis, ne? Dass man sozusagen so Dinge, ich spreche mit meiner Oma oder mit meiner Mutter,
den Tod nicht an, weil dann will sie sterben. Genau, sondern richtig. Es ist eher umgekehrt. Mutter, der Arzt sagt, schaut schlecht aus und so weiter, hast dir schon mal Gedanken gemacht. Das scheuen viele, das ist auch ein Tabu, aber es ist schade, weil tatsächlich die Erfahrung da ist, wenn man es anspricht, dann kommt eher Klarheit in die eine oder andere Richtung, aber richtig. Tatsächlich auch die Klarheit, okay, ist mir bewusst, aber ich will jetzt auch das nicht beschleunigen, sondern das ist jetzt halt, wie es ist, gibt mir genug Schmerzmittel. Genau, ne? Man also kommt so gut ins Gespräch. Genau, richtig. Und ist dann das Reden darüber, das Angebot sozusagen, das ablenkt oder ein Stück weit umsteuert, weg von dem Sterbewunsch? Oder gibt es jetzt noch andere Optionen oder Angebote, die man dann machen kann, damit ein Mensch vielleicht doch noch so eine Art Lebensqualität wiederfindet oder erkennt? Oder geht es dann um einfach nur Begleitung im Leid? Also was sind so die alternativen Angebote und Optionen, die Sie jetzt sozusagen angesprochen haben? Ja, also das Reden ist erstmal grundsätzlich der Türöffner, der demjenigen zeigt, Mensch, da nimmt mich jemand wahr, da kann ich jemandem vertrauen, ich kann mich öffnen. Und ja, also wer sich mal intensiv mit schwerkranken Menschen und mit leidenden Menschen unterhalten hat, der weiß, dass das ganz viele Wege einfach öffnet. Und dann muss man halt schauen, was hat derjenige für Sorgen, und dann kann man schauen, was für passende Möglichkeiten hat man im Repertoire. Also ich denke, das ja, öffnet ganz, ganz viele Wege. Braucht es für die Möglichkeiten immer Profis? Also weil Sie hatten es gerade angesprochen, auch so bei Angehörigen zu Hause, mit denen man spricht, wo sich keiner traut anzusprechen. Der Oma geht's schlecht und eigentlich ist ja irgendwie des Lebens müde, aber keiner spricht drüber. Und die Oma würde eigentlich gern drüber sprechen. Wie kommt man denn als Laie da auch ins Gespräch und auch in eine Offenheit, die auch Mut zum Leben macht? Also Profis braucht man meiner Meinung nach nicht. Das sehe ich zum Beispiel an unseren Ehrenamtlichen, die zu Beginn definitiv keine Profis sind und das sich dazu entschieden haben, Hospizbegleiter zu werden. Die öffnen manchmal Türen bei den Leuten, die wir als Profis nicht öffnen können, weil sie als ganz andere Person dastehen bei demjenigen. Also ich denke, man braucht einfach nur Mut, sich dem Thema Tod und Sterben zu stellen, darüber zu reden. Man muss sich vorher auch mit seiner Endlichkeit auseinandergesetzt haben, weil sonst kann man das Thema, glaube ich, nicht offen und ehrlich mit jemandem besprechen. Aber ein Profi muss man meiner Meinung nach für ein erstes türöffnendes Gespräch nicht sein. Ich würde es insofern anders akzentuieren, als ich sage, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Es kommt halt auf den Grund drauf an. Ne? In der Hospizsituation, wenn ich in der Situation bin, dass ich merke, die Angehörigen lavieren komisch rum, schon die Hospizsituation ist komisch, dann kann ich da aufgrund meiner Facherfahrung mal reingehen und sagen, redet drüber. Genau. Es wird euch helfen, unsere Erfahrung ist gut, und dann kann das schon helfen. Bei Leuten, die jetzt keine Fachleute sind, kommt es darauf an, eben ob die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Vielleicht muss da auch der Fachmann sagen, trauen Sie sich zu, und dann genügt's. Also da gibt's ganz verschiedene Ebenen, und bei den anderen Themen, bei assistiertem Suizid jetzt unabhängig von Pflege oder hohem Alter oder Krankheit, wird's noch um ganz andere. Also da muss es Profis geben. Da braucht es Psychologen, Psychiater bei psychischen Thematiken. Keine Ahnung, vielleicht braucht es auch jemanden, der jemanden wirtschaftlich berät, ob er tatsächlich dem Untergang geweiht ist, weil die Firma pleite gegangen ist. Also da ist ein ganzes Portfolio in den Blick zu nehmen, wie Leben gelingen kann. Also von daher würde ich da sehr, sehr differenziert die Situation sehen. Gut, also zum Leben Mut machen oder durch das letzte Leben begleiten. Wir haben jetzt erst viel darüber gesprochen, wie geht Sterben und Sterben möglich machen. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf die andere Seite gucken, nämlich haben wir denn andererseits in Deutschland oder auch hier in der Region, in der wir tätig sind, also Nürnberg-Erlangen, denn schon alles Mögliche getan und erreicht, auch an den Rahmenbedingungen, die es Menschen ermöglicht, auch eben ohne Angst sterben zu können oder sich darauf verlassen zu können, dass ich ein Ende finde, dass mir keine Angst haben muss. Stichwort Palliativmangel in Medizin und Ähnliches. Haben wir schon alles erreicht oder wo müssen wir hinkommen, Herr Kula?
Nein, also wir haben noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns und einer meiner größten Kritikpunkte ist, dass wir einfach noch zu weit auseinanderliegen, was Palliativmedizin auf der einen Seite angeht und die universitäre Medizin auf der anderen Seite. Ich habe etliche Jahre in der Onkologie gearbeitet. Ich weiß, da wird gern mal therapiert, damit man ja noch einen bestimmten Bestrahlungstag erreicht, um Geld zu generieren. Da wird wenig Blick auf den Menschen geworfen. Ich finde, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Palliativmedizin schon sehr, sehr frühzeitig mit in den Prozess reinkommt, dass im Prinzip schon direkt nach Diagnosestellung ein Palliativmediziner mit im Boot sitzt und Alternativen aufzeigt. Denn die Tendenz geht so in Richtung, ja, wir können alles leisten, wir verhindern, dass sie sterben, wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Ob es dann noch menschenwürdig ist, das ist eine andere Frage. Also das ist ein Thema, was mich sehr berührt. Also, wenn gar nichts mehr geht, ist die Palliativmedizin zu richtig, dann wird schnell ins Hospiz abgeschoben. Wir haben ganz viele Anfragen von Leuten, die noch mitten in der Therapie stehen, die dann irgendwie nichts mehr hilft, wo man sagt, okay, jetzt brechen wir ab, jetzt brauchen wir das Hospiz. Und ich finde, da kann man einfach schon vorbeugen, indem man gut aufklärt, indem man, so wie es eigentlich die Ärzte tun sollten, in alle Richtungen ausführlich aufklärt und nicht nur in die eine Richtung, die man eben als Arzt möchte. Also das ist ein ganz großes Thema, wo wir noch viel Arbeit haben. Und dann sehe ich tatsächlich auch einen großen Mangel natürlich in der pflegerischen Situation, was Personalausstattung angeht. Ich denke, da sind wir in der Altenpflege da an einem ganz schwierigen Punkt. Ich denke, um eine gute Sterbebegleitung zu machen, Menschen auch am Lebensende in Würde begleiten zu können, braucht es einfach Zeit und personelle Ressourcen. Und da gehört jetzt endlich mal eine Entscheidung der Politik her, da die Bedingungen in der Pflege zu verbessern. Wir können da lokal natürlich ein bisschen entgegensteuern, machen wir ja auch bei uns in den Einrichtungen. Aber ich denke, da muss eine Entscheidung von ganz oben kommen und dann wird sich letztlich auch die Situation in den Pflegeeinrichtungen verbessern, wo der Großteil der Menschen verstirbt. Das Hospiz ist nur für spezielle Fälle, die Palliativstation auch. Die meisten Menschen versterben in Kliniken oder in Pflegeheimen und genau dort muss man die Palliativpflege einfach ausbauen. Da haben wir noch ganz, ganz große Defizite, da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Also ausbauen und auch integrieren in andere richtig. Fachbereiche. Richtig. Okay. Was ist denn die Palliativmedizin tatsächlich imstande zu leisten? Also muss ja also auch keine Utopie bauen. Es heißt oft, unerträgliche Schmerzen muss eigentlich keiner ertragen. Auch solche Ängste wie vom Erstickungstod. Da gibt es Mittel und Wege, um solches Leiden zu vermeiden. Stimmt das denn für jeder Mensch? Und jede, sozusagen, jeden Leidens- und Krankheitsweg, den ich so durchmachen kann? Bevor der Profi antwortet, genau. Würde ich gerne aus eigener Erfahrung antworten. Wie bei all diesen Themen ist die Überschrift Ambivalenz. Sich vorzustellen, dass es sozusagen eine klare Lösung gibt und alles in Butter ist, ist Illusion beim Thema Sterben. Und meine eigene Erfahrung, als ich solche Schmerzen hatte und darum gebeten habe, mehr zu bekommen, und dann sagen die mir, sie haben schon die höchste Dosis. Es gibt nichts anderes. Und die Schmerzen sind trotzdem unerträglich, weiß ich, es ist eine Illusion oder eine Hoffnung zu sagen, dass man nur mit Medikamenten ein vollbewusstes, völlig schmerzfreies Leben und Sterben hinbekommen kann. Sondern es ist immer relativ. Entweder bin ich dann so desidiert, dass ich nichts mehr mitkriege, ne, dann kriege ich Propofol und dann kriege ich es nicht mehr mit. Oder ich krieg's mit und habe Schmerzen, Schmerzanteile. Es kommt dann auch auf meine Resilienz an. Manche können Schmerzen sehr gut ab, andere gar nicht. Also wir müssen da aufpassen, dass wir sagen, ja, wir sind da sehr weit, wir haben da sehr viele Möglichkeiten, die haben aber dann diese und jene Nebenwirkungen und so. Das fände ich für die Diskussion wichtiger und sinnvoller, als irgendwelche Illusionen da in den Raum zu geben. Es könnte sozusagen ein Leben bis zum Ende unter jeder Bedingung Krankheit
geben und man fühlt sich immer wohl und es ist alles gut und dann macht man die Augen zu und schläft ein. Das ist nicht so. Und das ist auch die Ambivalenz unserer Gesellschaft. Unsere Medizin ermöglicht so viel, dass das Leiden am Ende natürlich immer höher wird. Weil ich wäre vor 20 Jahren schon zweimal verstorben, bin's nicht, freue mich drüber. Es hat aber die Folge, dass ich sehr alt werde möglicherweise und mit sehr viel Schmerzen und Problemen zu tun haben werde, was ich nicht hätte, wenn ich vor 2 Jahren gestorben wäre. Also das sind so die Ambivalenzen, in denen wir leben, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben in einem unserer Häuser eine Erhebung gemacht vor 2 Jahren. Da war das Durchschnittsalter 91 und die durchschnittliche Verweildauer 8 Monate. Das bedeutet, nichts in unserem Leben ist so sicher wie der Tod. Aber der Umgang damit, das ist die Unsicherheit. Ja, die Utopie ist es, frei von Leid zu sein, die wird sicherlich nicht geben. Ich schlafe ein und weine nicht mehr auf. Aber ich sage mal, eine Mindestsicherung von Lebensqualität, das kann Palliativmedizin sicher leisten. Mhm. Wie weit geht es konkret? Also es ist tatsächlich so, dass alle Maßnahmen, die auf Linderungen irgendwelcher Symptome abzielen, immer eine Indikation brauchen. Ich habe tatsächlich auch Anfragen fürs Hospiz, wo Leute zu mir kommen, die sagen, ja, sie sind jetzt relativ krank und haben wahrscheinlich nur noch 3-4 Monate zu leben und sie wissen, dass wir eine palliative Sedierung machen und sie wollen dann jetzt gerne einen Platz, dann möchten sie gerne sediert werden, bis sie versterben. Mhm. Das funktioniert so natürlich nicht und das ist auch gut so tatsächlich. Es muss für eine Sedierung immer eine Indikation geben, das darf man nicht so einfach mal so nebenbei aus der Hand geschüttelt anbieten und machen, weil das ist dann letztlich nichts anderes als eine Tötung auf Verlangen, halt auf längere Sicht hinaus. Kurz einhaken, können Sie noch mal kurz sagen, was eine palliative Sedierung ist? Wie stelle ich mir das vor? Wie ein Schlummerschlaf oder wie Ohnmacht? Oder? Genau, also ganz spannend ist, dass ich den Begriff palliative Sedierung jetzt genutzt habe, obwohl es den jetzt seit ein paar Tagen bei uns gar nicht mehr gibt. Erst am Montag war eine Veranstaltung, also das heißt jetzt gezielte Sedierung, weil der Begriff palliative Sedierung einfach zu unsicher, zu vage war. Es gibt eine gezielte Sedierung und da gibt es ganz aktuell auch eine Handreichung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, eine Broschüre, die man sich da runterladen kann mit Handlungsempfehlungen von der Indikationsstellung bis zur Durchführung. Und da gibt es ein breites Spektrum. Es gibt die Möglichkeit, jemanden einfach nur für einen Tag lang zu sedieren und schlafen zu legen, ihn dann wieder aufwachen zu lassen und zu schauen, wie es ihm dann geht. Das kann dann dazu führen, dass derjenige symptomfrei, angstbefreit, schmerzfrei die nächsten Tage gut übersteht. Und es gibt die Sedierungen, die so tief sind, dass derjenige dann schlussendlich in der Sedierung verstirbt. Aber ganz, ganz wichtig, es braucht immer eine Indikation dazu, es braucht immer eine Fachkraft oder ein Team aus Ärzten und Pflegenden, die das auch durchführen. Ohne das geht's gar nicht. Und zu den anderen Sachen, da muss ich Ihnen zustimmen, Herr Ewelt, das ist bei uns tatsächlich auch ganz wichtiger Bestandteil im Erstgespräch mit den Angehörigen, dass wir sagen, ja, theoretisch können wir schon die Schmerzen und die Angst und alles nehmen, dann schläft derjenige halt, also in der Theorie ist das machbar. Realistischer ist es aber so, die Schmerzen und Angst und Atemnot einfach auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Ich denke, das kennt jeder von sich, wenn man mal Kopfschmerzen hat, dann nimmt man auch nicht sofort eine Kopfschmerztablette, sondern hält einfach ein gewisses Maß an Schmerzen aus. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man es nicht mehr aushält und dann nimmt man Medikamente. Und so ist das bei uns im Prinzip auch in Hospiz- und Palliativarbeit immer ein Spagat zwischen dem, was kann derjenige aushalten und was kann er nicht mehr aushalten. Dann bekommt er ein Schmerzmittel, muss aber eben in Kauf nehmen, dass er dann müde wird, dass er eventuell auch verwirrt ist. Ist immer ein Abwägen der Wirkung und der Nebenwirkung. Das ist übrigens aber auch das sehr, sehr Positive an allem, was palliativ bei uns passiert, dass da die Ambivalenzen ernst genommen werden. Weil da wollte ich vorhin nochmal anknüpfen, was Sie gesagt haben. In der kurativen Medizin ist es ja so, dass zum Beispiel Krebsmittel eine Zulassung bekommen, wenn sie nachweisen können, dass das Leben Tag länger ist. Punkt.
Da geht es nicht um Qualität, richtig, ja, um Sinn oder Unsinn, sondern und das sind so Kategorien, die einfach weder ambivalent sind noch sinnvoll. Und da würde es, und deswegen finde ich diese Idee wirklich gut. Man müsste sozusagen die palliativen Gedanken über das Kurative schon drüber legen und nicht sagen, jetzt ist Kurativ zu Ende und dann kommt Palliativ. Richtig, zumal wenn die schwere Diagnose getroffen worden ist, ist es klar letztlich, in welche Richtung es irgendwann mal geht, in den meisten Fällen. Ja. Ja. Ich würde gerne mal noch eine Kontroverse aufmachen, auch in Richtung Palliativmedizin. Der Dr. Thomas Sitte, der ist jetzt Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung, der hat im Rahmen seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit mal den Sterbewillen von Menschen untersucht und dabei herausgefunden, dass Menschen, die gut angebunden und begleitet durch Palliativmediziner, Seelsorger und so weiter, das ist ja auch ein, ich sag mal, Disziplinenmix, die gut begleitet und eng angebunden sind, dass bei diesen Menschen der Wunsch, sterben zu wollen oder der Suizidwille halb so hoch ist als bei der Allgemeinbevölkerung. Was so ein bisschen dafür spricht im Umkehrschluss, je besser Menschen auch eingebunden sind in dieses palliative System, nenne ich es jetzt mal, ist das auch ein Stück weit Suizidprävention. Daher meine Frage, spielen sich sozusagen die Palliativbewegung oder Palliativmedizin und diejenigen, die sozusagen für eine assistierte Sterbehilfe plädieren und letztendlich auch den schnellen Tod, spielen die nicht mehr ein Stück weit auch gegeneinander? Nein. Schließt sich das aus? Nein, schließt sich nicht aus. Ich denke, grundsätzlich haben die erstmal beide gemeinsam, dass sie sich mit dem Menschen befassen und diesen schnellen Tod, das gibt's nicht, dass da jemand hingeht, 5 Minuten beraten und dann kriegt er die Assistenz. Auch da muss es ganz intensive Beratungsgespräche geben und die Schweiz zeigt, dass es das auch tatsächlich so gibt. Also da wird sich Zeit genommen für den Menschen. Da wird versucht rauszufinden, was ist das Problem, das ihn zu diesem Punkt führt. Und das haben die beiden tatsächlich gemeinsam, die Palliativmedizin und die assistierten Suizid anbieten, dass sie sich wirklich mit dem Menschen intensiv auseinandersetzen, seine Beweggründe erfahren wollen und ihm Lösungen anbieten wollen. Auch in der Schweiz ist es nicht so, dass man, wenn man da hingeht, dann auf jeden Fall durchkommt mit seinem Wunsch. Das wird nicht einfach so erfüllt, ohne dass es hinterfragt wird. Von daher, ich denke, die starten beide am gleichen Punkt und gehen dann in eine andere Richtung. Und ganz wichtig ist, sie orientieren sich an demjenigen, der da als Mensch vor ihnen steht. Und wenn es der Wunsch ist für denjenigen, er möchte einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen, dann ist halt der eine Weg nur möglich, klar. Also der Gedanke, dass wir erstmal unser palliatives Versorgungssystem, den Zugang dazu und das Wissen darüber erstmal ausbauen müssen, bevor wir nur auf dem Pferd der Sterbeassistenz rumreiten oder das sozusagen populärer machen, da können Sie nicht wirklich mit. Also es ist im Prinzip beides. Muss beides parallel geschehen. Also so wie Sie es gesagt haben, also je besser die palliative Versorgung, desto weniger wollen letztlich einen Suizid. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Je früher die Palliativmedizin einfach mit im Boot ist, desto weniger wird dieser Weg wahrscheinlich die Option sein. Palliativversorgung ausbauen ist eine gute, eine ganz wichtige Sache. Aber deswegen wird es trotzdem den Weg B geben müssen, wo sich jemand suizidieren möchte. Das ist ja übrigens das Problematische oder das, was wie ein Dammbruch wirkt an der Stelle. Bisher gab es einen gesellschaftlichen, politischen Konsens, dass Suizid nicht gut ist und dass wir deswegen Suizidprävention machen, auf allen Kanälen und ja auch sehr erfolgreich. Und jetzt kommt, es kann aber Situationen geben, wo sozusagen Leben und Sterben gleichwertig nebeneinander stehen und ich muss mich nur entscheiden und hole mir dann entweder Assistenz oder nicht. Das ist sozusagen der kategoriale Unterschied zu vorher. Und deswegen muss da, glaube ich, der Weg gut geführt werden,
wie können wir trotzdem glaubhaft Suizidprävention betreiben. Und das können wir weder durch Unkenntnis noch durch Angst. Ja. Und deswegen, wenn die Entscheidung dahin oder die gesetzliche Entscheidung aus Unkenntnis oder Angst vor eigenen Situationen gefällt wird, oder wenn jemand zu der Entscheidung kommt aus Unkenntnis oder Angst, dann wird es nicht gut. Es kann nur gut werden, wenn er umfänglich informiert, beraten, richtig, begleitet wurde und wenn die politische Entscheidung gefällt wird, nicht auf, oh Gott, wie wird es mal werden, wenn ich da ersticke, sondern wie ist es tatsächlich, wie reden Betroffene darüber, reden Fachleute darüber, was muss ich alles wissen dazu. Das bedeutet ja auch, dass jemand in der Beratung sozusagen, die notwendig ist, bevor er dann Hilfe bekommen darf, dass er da sozusagen nicht nur zum Sterben beraten wird, sondern auch zu den anderen Dingen, wegen denen er kommt sozusagen. Wir hatten vorhin ja, jemand hat, die Firma ist pleite gegangen und jetzt ist er so auswegslos, dass er denkt, ich muss mein Leben beenden, dass er sozusagen diese Beratung eigentlich so weit gehen muss, dass auch diese Probleme, dass er notfalls weggeschickt wird, oder? Ja. Und nochmal in eine entsprechende Fachberatung geht sozusagen. Ja, das klassische Beispiel, was die Menschen kennen, war ja Michael Jackson, dem sein Arzt hat nicht mit ihm geredet, warum geht's ihm so schlecht, warum kann er nicht schlafen, was ist mit dir los, wie kann man dir helfen, sondern der hatte so eine Macht aufgrund seiner Popularität, dass sein Arzt angestellt hat, der einfach das tut, was er will. Und dann wollte er halt noch mehr Propofol, dann hat er ihm zu viel gegeben, dann ist er gestorben. Das ist sozusagen die Negativfolie, was sozusagen Worst Case an der Stelle passieren kann. Alles andere ist besser. Das bedeutet, man muss das entkoppeln. Das kann nicht der vertraute Arzt sein, der sowohl entscheidet über ich berate dich, also ich gebe dir die Todesdosis. Und zweitens, es braucht da ganz viel Gespräch, psychologische Unterstützung, bevor man zu dem Punkt kommt, wo einer sagt, ja, ich habe es jetzt verstanden, ich habe alles durchdacht und dennoch komme ich zu dieser Entscheidung. Ich glaube, dieses dennoch markiert die Ultima Ratio und nicht, lass mich in Ruhe mit deinem Zeug, ich will jetzt, dass es zu Ende geht. Wobei ich schon auch Probleme darin sehe, wenn jetzt zum Beispiel die Stadtmission oder die Diakonie Erlangen da berät und sie hat im Prinzip alles in petto an Beratungsmöglichkeiten und ich berate dann jemanden, der einen assistierten Suizid haben möchte und sage, also jetzt schicke ich dich vorher noch dorthin, das haben wir eh im Angebot und dann gehst bitte noch dahin, also das ist dann der schlechteste Weg. Also ich denke, so Beratungsstellen für den assistierten Suizid sollten völlig neutral sein, wenn das denn irgendwie geht. Das ist ähnlich wie bei uns die Schwangerschaftsberatung. Richtig, ne? Wir machen die Beratung, aber die Durchführung macht jemand ganz anderes. Also das ist ganz enorm wichtig, das auseinanderzuhalten. Ja. Und da wir die Profi für Begleitung und Pflege und so weiter sind, sind wir nicht die Assistenz beraten. Genau, richtig. Mhm. Also viele Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Interessiert mich trotzdem nochmal die Rolle von Kirche und Diakonie in dieser ganzen Debatte, die ja vielleicht auch eine besondere ist, verglichen mit anderen Trägern oder gesellschaftlichen Akteuren. Der Hermann Gröhe, der ja Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften in der Unionsbundestagsfraktion ist, sagt selber, dass wenn wir selbst Tötungshilfe als zu einem geregelten Angebot machen, dann schwächen wir die eigenen Möglichkeiten, auch eben in schwierigen Lebenslagen zum Leben zu ermutigen. Also das geregelte Angebot nimmt der Beratung oder der Wirkung der Beratung und all dem schon von vornherein sozusagen seine Wirkungskraft. Das ist sozusagen seine These. Frage an Sie, Herr Ebel, sehen Sie das so ähnlich oder wenn nicht, was können Sie dem denn entgegnen? Also ich komme wieder mit meinem Beispiel, weil es da eingeübt ist mit dem Schwangerschaftsabbruch. In dem Moment, wo die Leute den Eindruck kriegen, es ist sozusagen im Leben egal, ob Schwangerschaften abgebrochen werden oder nicht, das ist bei uns beides möglich, wird es schief. In dem Moment, wo man sagt, es ist, ich kann jeden Tag entscheiden, ob ich lebe oder sterbe, es gibt ja assistierten Suizid, dann wird es schräg. Und da ist unser Auftrag als Kirche und Diakonie zu sagen, nein, wir sprechen fürs Leben. Wir wollen Hilfe im Leben geben, nicht Hilfe zum Sterben. Das kann am Ende Teil des Lebens sein, aber in ganz ausgewählten Situationen. In unser Hospiz wird niemand aufgenommen, der gesund ist und kein Risiko hat, früher zu sterben als andere.
hat gute Gründe an der Stelle. Aber da ist unser kirchlicher Hintergrund ruft uns dazu auf, sozusagen für das Leben zu sprechen und da, wo es ums Sterben zu gehen, ganz genau hinzugucken, was sind das für Grenzen, über die wir da reden, was sind das für Ausnahmesituationen an der Stelle. Wir befürworten Schwangerschaftsabbruch nicht, aber wir verstehen die Krise einer Frau, die sie dazu führt, das zu tun, und deswegen schicken wir sie nicht weg, sondern begleiten sie. Wir wollen, dass die Menschen ihren natürlichen Tod erleben können. Wir wollen nicht, dass das vorzeitig zu Ende geht. Aber wir verstehen, dass ein Mensch so krisenhaft in einer Situation ist, dass er sich nicht mehr anders vorstellen kann. Und dann schicken wir ihn nicht weg. Das sind so unsere Aufträge, glaube ich, an der Stelle, die wir da auch bewusst und sehr, sehr deutlich spielen müssen, um diese Grenze nicht aufzuweichen, worum es da geht an der Stelle. Ich spreche auch für eine wirklich Regelung, die der Herr Gröhr ja ablehnt oder sozusagen kritisiert, dass es ein geregeltes Angebot gäbe. Naja, was er da kritisiert an der Stelle ist, das hat ja mit dem Begriff geschäftsmäßig zu tun. In dem Moment sozusagen, wo jemand profitiert davon, dass es sowas gibt, gibt es immer auch das Risiko, dass das sozusagen betrieben wird, gefördert wird. Und eine gesetzliche Regelung, die sozusagen das begrenzt, Profit begrenzt oder ausschließt, professionalisiert, medizinisch professionalisiert, psychologisch professionalisiert, ist die Regelung eher zu befürworten in dem Moment, wo das höchste Gericht sagt, das muss erlaubt sein. Die Alternative wäre, dass man es verbietet, aber dann wird es kriminalisiert oder ins Ausland verlagert. Das stimmt. Ja, ich habe es auch so verstanden, dass für ihn schon ein Problem ist, dass es sozusagen potenziell einen garantierten Zugang zum Tod oder zur Suizidassistenz für jedermann gibt. Ja, merkt, das ist das nur, wenn ich als glaubender Mensch spreche oder als Vertreter der Kirche, würde ich auch sagen, ich stelle mir die Welt so vor, dass beides nicht notwendig ist, sondern ich möchte, dass alle Frauen damit klarkommen, dass sie schwanger sind und die Kinder geboren werden, und ich möchte, dass Menschen ihren natürlichen Todespunkt erleben können. Das möchte ich, und eigentlich möchte ich nicht das andere. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die anderen Situationen als Ultima Ratio geben muss. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Gut. Ich würde das Gespräch gerne nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt gerne lenken, und zwar die Selbstbestimmung. Mhm. Das ist ja eigentlich das zentrale Argument für das Zulassen der Hilfe zur Selbsttötung. Auch wenn eine geschäftsmäßige Sterbeassistenz vielleicht bald in Deutschland möglich sein wird, ist wirkliche Selbstbestimmung ja von viel mehr Rahmenbedingungen abhängig. Mhm. Das beginnt zum Beispiel bei den Kosten, wo man in der Schweiz mehrere tausend Euro zahlen muss und vielleicht ja auch bald in Deutschland. Auch ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, nicht jeder Sterbewillige körperlich noch in der Lage, sozusagen selbst und sicher diesen Suizid auszuführen. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer Stimmungen oder Signale aus der Gesellschaft oder eben auch aus dem privaten Umfeld, die Einfluss auf einen haben. Wer darf sich also noch frei fühlen, eben diesen natürlichen Tod und auch einen langen Sterbeweg zu gehen? Herr Ewelt, wie haltbar ist denn dieses Argument der Selbstbestimmung aus Ihrer Sicht überhaupt? Also philosophisch und theologisch, wenn ich anfange, ist Selbstbestimmung eine Illusion. Das ist einfach, das ist eine Erscheinung der Industriegesellschaft und der Moderne, dass wir meinen, wir sind selbstbestimmt. Ja, ist so. Ja? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also allein die Selbstbestimmung bei der Partnerwahl. Ich habe sozusagen völlig selbstbestimmt, welchen Partner ich wähle. Dazu müsste ich jetzt als heterosexueller Mann die Möglichkeit haben, alle Frauen dieser Welt kennenzulernen und selbstbestimmt zu entscheiden, welches denn ist. Also alles wird durch Rahmenbedingungen, durch das Land, wo ich lebe, durch die politischen Verhältnisse, durch meine Gesundheit, durch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, fremdbestimmt. Fremdbestimmung ist die Normalität. Selbstbestimmung heißt, die Freiheit, Nein sagen zu können in einem bestimmten Rahmen. Meine Selbstbestimmung endet beim Grundgesetz. Die Freiheit ist aber, dass ich in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung mich wesentlich besser aufgehoben fühlen kann als in einer Diktatur. Also diese Dinge schillern in die falsche Richtung, glaube ich, wenn man meint, dass sozusagen Fremdbestimmung das höchste Gut der Menschheit ist. Weil das ist es nicht. Also allein, ne, ich werde irgendwann sterben, ich habe keine Ahnung wann, ich weiß nur sicher, dass es passiert. Das ist das Einzige, was klar ist. Und der Rest hat immer mit
den Wünschen der anderen zu tun, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit wirtschaftlichen. Wo wir es aber jetzt tatsächlich, um sozusagen von der philosophischen Ebene wegzukommen, wenn wir diese Entscheidungen so weit wie möglich unter die Selbstbestimmung fassen wollen, dann müssen natürlich die Rahmenbedingungen tatsächlich da sein. Und wir erleben ja bei all den Dingen, die mit Selbstbestimmung zu tun haben, dass sie immer eine wirtschaftliche Komponente haben, dass gerade die Menschen, denen wir uns widmen in der Diakonie, oft die sind, die am wenigsten sich selbst bestimmen können, weil sie die Mittel dazu nicht haben. Und deswegen ein assistierter Suizid, der an Mitteln scheitert, heißt, dass Suizid was für Reiche ist. Und wenn man das will, dann muss man das Schweizer Modell machen. Schweizer Selbstbestimmung ist immer eine finanzielle. Das ist so. Können Sie sich denn vorstellen, wenn das nicht ohnehin gesetzlich so geregelt wird, dass Sterbehilfe für jeden, der sie wünscht, kostenlos zugänglich ist, dass die Diakonie da diesen Wunsch auch finanziell, also diesen Wunsch finanziell unterstützt? Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. So wie in Schweizer Verhältnissen. Jemand möchte es, aber kann es nicht. Ja, das wäre ja wie wenn sozusagen nicht die Krankenkassen die Hospiz oder Pflege bezahlen, sondern wir sozusagen dann einen Eigenanteil übernehmen würden für die. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, nicht richtig. Unser Auftrag ist die Pflege, die Unterstützung und nicht sozusagen zu übernehmen, was einer versicherungstechnisch richtig. Oder lebensbeendungstechnisch bezahlen muss. Genau, richtig. Also ich denke auch, das ist letztlich eine Aufgabe des Gesetzgebers, dafür eine Finanzierung auch zu sorgen. Und Beratungsgespräche sind Dinge, die über die Krankenkassen finanziert werden können. Und letztlich auch die Beschaffung des Medikaments und die Durchführung, das ist was, was von den Kassen letztlich vergütet werden muss. Also das kann nicht davon abhängig sein, wie viel Geld jemand hat, und es kann auch nicht sein, dass irgendjemand die Kosten übernimmt. Also wenn jeder das Recht hat, selbstbestimmt zu sterben per Gesetz, dann muss es auch eine Finanzierungsmöglichkeit dazu geben. Und es ist ja nicht nur in der Schweiz so, auch in Deutschland gibt es ja einen Sterbehilfeverein, der seinen Sitz hauptsächlich in der Schweiz hat, aber in Deutschland auftritt. Und auch da ist es so, dass ich glaube, 5.000 Euro bezahlt werden müssen, aktuell nur 500 Euro wegen Corona, als tatsächlich Mitgliedsbeitrag. Und wenn man das dann in Anspruch nimmt, muss man noch eine Sonderzahlung leisten. Also das kann nicht das Modell sein, definitiv nicht. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es in Deutschland so geregelt wäre, dass, wenn es für jeden zugänglich sein soll, dann ist es das auch. Und wenn nicht, würden wir es im Zweifelsfall fordern, dass es so gerecht zumindest wird. Ja, so sollte es sein, ja. Also das ist ja unsere grundsätzliche Forderung, ne? Alle Leistungen, die sozusagen ermöglicht werden, müssen auch dann finanziert sein an der Stelle. Und in diesen Dilemmata sind wir ja teilweise jetzt schon mit unseren Angeboten drin. In unseren Pflegeheimen ist es ja so, dass Menschen Eigenanteile zahlen müssen. Die sie nicht zahlen können, kriegen es vom Staat. Und die gerade in der Zwischenstufe sind, die haben dann hoffentlich Kinder, die sie unterstützen können. Das ist nicht wünschenswert. Und auch von uns nicht so gewollt. Aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, diesen Anteil zu übernehmen. Und wenn ich die Finanzierung gut geregelt habe, dann nehme ich diesen Sterbehilfevereinen auch jeglichen Wind aus den Segeln. Ja. Also ich denke, das ist das beste Argument dafür. Klare Regeln, finanzieren. Das Geschäft mit dem Sterben finanzieren. Wäre beendet, ne? Genau, richtig. Ich mache mal eine überspitzte Gesellschaftskritik auf. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der der Mensch nur etwas wert ist, wenn er etwas beiträgt. Vielen Menschen geht es ja schon bei Kleinigkeiten so, dass man niemandem zur Last fallen möchte, egal ob es jetzt um Geld oder Zeit geht, dass man nicht als Jammerlappen dastehen möchte oder auf jemand anderen angewiesen sein. Viele sind bemüht, das Geben und das Nehmen mit anderen in einem Gleichgewicht zu halten. Welche Rolle spielen denn Dritte und das eigene Umfeld bei der Willensbildung? Und wie kann dieser indirekte Druck eben vielleicht auch aus der Gesellschaft verhindert oder zumindest bestmöglich vermindert werden? Also das knüpft ja unmittelbar an das an, was wir gerade diskutiert haben. In dem Moment, wo Menschen nicht in Armut fallen müssen, weil sie nichts mehr beitragen können oder im Moment keinen Job haben oder krank sind und so weiter. In dem Moment, wo sie da abgesichert sind, entstehen diese Dilemmata nicht.
wenn sie sozusagen durch ihre Armut manche Entscheidungen nicht treffen können, dann entsteht das Dilemma und das Problem. Also von daher geht es wirklich an der Stelle darum, dass die auskömmliche Finanzierung geklärt sein muss, um da diesen Druck und dieses Problem rauszunehmen. Das andere, was Sie ansprechen, ist ja eher ein moralisch-ethisches Thema, wie wir damit umgehen. Da wäre die Brücke wieder, was Sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, das offene Gespräch darüber und die Klärung sozusagen während des Lebens mit meinen Kindern. Irgendwann kann ich nicht mehr leisten, irgendwann bin ich pflegebedürftig, könnt ihr das tun oder nicht? Dann sagen die Kinder, können wir oder können wir nicht. Immer da, wenn wir es nicht ansprechen oder Erwartungen haben, die wir nie zum Ausdruck gebracht haben, wird es problematisch. Ich glaube, das kann man flächendeckend sagen, dass das überall so ist. Wenn unausgesprochene Erwartungen im Raum stehen, dann lässt sich nicht loslassen, dann lässt sich damit nicht umgehen. Wenn das geklärt ist, ist es da. Das ist, da bemüht man sich in der Seelsorge drum und darüber können sich, das kann in Beratungsstellen funktionieren, aber es braucht hauptsächlich den Willen der Menschen, sich dem zu öffnen, dem Gespräch und diesen Entscheidungen. Und das kann man zum Teil beeinflussen, zum Teil halt nicht. Das ist wirklich selbstbestimmt, ob ich mir helfen lassen möchte oder nicht. Kann man denn in solchen Beratungen überhaupt wirklich feststellen, ob das ein selbstbestimmter Wille ist, ein freier, selbstbestimmter Wille, oder ob da nicht doch was reinspielt, dass die Familie sich nicht kümmern kann oder... Ja, also ich würde behaupten, in den meisten Fällen kann man es feststellen, dass es ein eigener Wille ist, indem man sich wirklich Zeit nimmt und wirklich um diesen Menschen bemüht. Also es darf keine Beratung nach Checkliste sein, in der man schnell was abhakt, sondern es muss wirklich eine Beratung auf Augenhöhe, ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Also ich denke auch, das Erstgespräch muss durch einen Arzt definitiv stattfinden. So sind auch die Gesetzesvorschläge tatsächlich, dass zwei voneinander unabhängige Ärzte die Beratungen durchführen müssen. Also ich persönlich bin der Meinung, es reicht bei einem Gespräch ein Arzt und das andere kann unter Umständen auch ein Sozialarbeiter sein, die ja auch gut in der Thematik drin sind, aber der Arzt insbesondere, um auch psychische Erkrankungen auszuschließen. Also das braucht's dringend. In einigen Gesetzesvorschlägen ist die Rede von Psychiatern, die mit dabei sein müssen, immer bei jedem Fall. Das sehe ich jetzt nicht so. Also ich denke, wenn ein normaler Arzt feststellt, da ist eine psychiatrische Erkrankung da, dann muss natürlich der Psychiater hinzugezogen werden. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann braucht's den meiner Meinung nach nicht. Wichtig ist, Verständnis haben, unvoreingenommen sein dem Menschen gegenüber. Und dann kann man gut feststellen, ob das sein eigener Wille ist oder ob er vielleicht beeinflusst ist von außen. Ist natürlich auch schwierig festzustellen, als die Person selber, wie Sie schon gesagt haben, Ewild, man ist immer eingebunden in ein soziales Umfeld. Wie ist jetzt meine eigene Meinung oder mein Wunsch eigentlich entstanden? Das macht es aber insgesamt auch so schwierig, das Thema, weil tatsächlich würde ich Ihre Frage so beantworten, ein absolut verlässliches, objektives Kriterium kann es am Schluss in der Thematik gar nicht geben. Das ist wie wenn man Liebe festlegen wollte. Ab wann ist Liebe ausreichend für eine Beziehung und ab wann nicht? Und wie messen Sie das? Ne? Also es gibt da Grenzen in solchen menschlichen Bezügen. Richtig, also ein Restrisiko bleibt natürlich klar. Aber umso mehr Zeit ich zur Verfügung habe und gute Leute, fachlich kompetente Leute, die beraten, desto kleiner wird das Risiko, denke ich. Ja. Sie haben ja gerade, Herr Kuhler, die psychischen Erkrankungen kurz angesprochen. Was ist denn mit Menschen mit psychischer Erkrankung oder mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel auch, was die Selbstbestimmung angeht? Dieses Gerichtsurteil schließt Sie ja nicht aus. Das ist ja sehr umfangreich. Wie sehen Sie das, Herr Ewelt? Also ich sehe das Thema geistige Behinderung und psychische Erkrankung völlig unterschiedlich. Die Erfahrung ist ja, dass wir, was weiß ich, vor der Geburt von Kindern möglicherweise mit geistiger Behinderung oder wenn Menschen andere Menschen sehen mit einer geistigen Behinderung, oft zu dem Urteil kommen, könnte ich nicht oder wenn ich in der Situation wäre, wäre ich froh gewesen, jemand hätte die Schwangerschaft abgebrochen oder wie geht es nur, während wenn wir mit geistig behinderten Menschen zusammen sind, die meistens die glücklichsten sind. Also ich kenne niemanden mit Trisomie 21, der sich umbringen will. Aber ich kenne massenhaft Eltern, die Kinder haben oder demnächst kriegen mit Trisomie 21, die sich das ernsthaft überlegen, dieses Kind zu töten oder sich selber.
Also da merkt man schon, das Thema geistige Behinderung wäre ich ganz, ganz vorsichtig, ob das wirklich ein Thema ist. Eher, wenn körperliche Behinderungen sind und jemand geistig damit nicht klarkommt, dann kommt das Thema auf und dann muss man damit ernsthaft reden. Aber auch da ist wieder die Schwierigkeit zu sagen, ich kenne Leute, die keine Beine mehr haben, kommen klar und der kommt aber nicht klar. Also da gibt es kein objektives Kriterium, da muss man auch wieder sehr, sehr ausführlich beraten und ins Gespräch kommen, um da zu einer guten Entscheidung zu kommen. Bei psychischen Erkrankungen ist es was anderes. Also wenn ich dem glauben darf, was mir Ärzte sagen, hat das ganz viel mit der Chemie in uns zu tun. Und wenn wir diese Chemie medikamentös ausgleichen, kommen viele Menschen weg von dem Wunsch, sich zu töten, hin zu, mir geht's gut, ich will leben. Und das muss sicher irgendwie austariert werden. Da müssen Sie aber einen Psychiater letztlich fragen, ob es da Kriterien geben kann für manche Erkrankungen, wo man sagt, das ist nachvollziehbar und gut. Ich habe auch in der Seelsorge oft die umgekehrte Situation erlebt, dass der die psychische Erkrankung hat, super damit klarkommt und alle anderen leiden wie verrückt und sich am liebsten wünschen würden, es würde zu Ende gehen. Also so viel zu den Ambivalenzen. Das heißt, bei geistigen Behinderungen ist es eigentlich vielleicht eher was auch von außen, wo man denkt, die Gesellschaft kommt damit vielleicht nicht so gut zurecht. Wir haben die Euthanasie im Dritten Reich hat gezeigt, wohin es führen kann. Genau. Dieser Druck. Ne? Also das ist der Lebenswille des geistig behinderten Menschen ist ein völlig anderes Thema als mein Blick auf seinen Lebenswillen. Ja. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ein anderer Fall, den wir vorhin kurz angerissen haben, ist Demenz. Mhm. Das ist ja, was Selbstbestimmung angeht, auch diskussionsbedürftig, weil Erkrankte eigentlich diese Sterbehilfe schon zu einem Zeitpunkt in Anspruch nehmen müssten, an dem ihre Situation eigentlich noch gut ist. Man sagen kann, es ist ganz, ganz freier Wille oder aus eigener Urteilskraft entschieden. Was meinen denn Sie dazu, zu dem Fall? Sie haben da vielleicht im Hospiz auch mit zu tun. Also, ja, im Hospiz haben wir wenig mit dementen Menschen zu tun, aber ich habe das Beispiel ja vorhin auch für mich selbst gebracht. Tatsächlich, ich kann mir dieses in einer schweren Demenz zu sein, für mich persönlich zum Beispiel nicht vorstellen. Aber ich bin auch der Meinung, jemand, der in einer weit fortgeschrittenen Demenz ist, der kann sich natürlich keinen eigenen Willen mehr bilden und kann sagen, er will so nicht mehr. Also das müsste man definitiv vorher entscheiden. Und ob das der richtige Zeitpunkt ist, dann den assistierten Suizid schon in Anspruch zu nehmen, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich finde, da sollte die Debatte eine andere sein und da bewegen wir uns in Deutschland schon seit ein paar Jahren drauf hin. Ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren war es noch Standard, dass jeder demente Mensch eine PEG-Sonde gekriegt hat und darüber ernährt worden ist, ob er das jetzt wollte oder nicht. Er hat halt nicht mehr gegessen und dann hat er die Ernährung gekriegt. Und mittlerweile, wenn man in die Realität schaut, ist es tatsächlich nicht mehr so. Da wird das, was noch an Essen und Trinken geht, ausgeschöpft. Und wenn es halt nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Und ich glaube, das ist bei den dementen Leuten dann letztlich der richtige Weg. Wenn sie nicht mehr essen wollen und den Mund zumachen, dann sollte man das respektieren als Pflegekraft, als Arzt, als Angehöriger auch. Und sollte dem natürlichen Gang der Dinge einfach seinen Lauf lassen und es nicht künstlich verlängern. Aber über assistierten Suizid bei einer schweren Demenz, glaube ich, brauchen wir gar nicht reden. Also mir würde es schwer fallen, da Kriterien für zu finden, wann kann man es machen und wann nicht. Und es gibt ja tatsächlich nur das eine Kriterium, dass ich mich davor fürchte, so zu sein, weil die dementen Menschen, denen ich begegne, finde ich ganz schrecklich. Es gibt ja nicht die eigene Situation. Ich bin jetzt gerade schwerst dement. Richtig. Und also ich wüsste nicht, dass es Menschen gibt, die schwerst dement sind und einen Selbstmordwunsch ausgedrückt haben. Das Einzige ist tatsächlich, dass sie die Nahrungsaufnahme verweigern. Und das, ne, das nicht zu respektieren, auf der anderen Seite über sowas nachzudenken, finde ich dann auch grotesk. Ja. Sondern wenn, dann muss man das integriert anpacken, das Thema. Und ob wir zu dem Kriterium dann tatsächlich einen gesetzlichen Rahmen finden, ist halt wirklich heikel, weil es eine Drucksituation ist. Mit der Diagnose Demenz entsteht dann der Druck, ja, willst du dich umbringen, um deiner Familie das zu ersparen und selber auch nicht als peinliche Gestalt in der Gegend rumzurennen. Die machen ja allerhand interessante Dinge.
Also da mag ich auch nicht in der Haut der Gesetzgebenden stecken, wie die dieses Dilemma lösen wollen. Weil es wahrscheinlich da in dem Fall auch so ist, dass es sozusagen die Betroffenen selber eigentlich gar nicht belastet, aber das Umfeld ja, womöglich also, schon. Das gibt ja diese Phasen der Demenz auch mit der Aggression, das endet irgendwann. Und wenn die Demenz so schwer ist, endet auch dieser Wunsch, möglicherweise sein Leben zu beenden. Das gibt es relativ klare Übergänge. Ja. Versuchen wir vielleicht nochmal eine konkrete Perspektive zu entwickeln zum Abschluss, Herr Ewelt. Können und müssen wir für unsere diakonischen Einrichtungen hier in Nürnberg und Erlangen verbindlich und institutionell festlegen, ob und wie eine Sterbeassistenz in unseren eigenen Häusern möglich wird? Also wir entwickeln das ja gerade in der diakonischen Familie so auf Verbandsebene und auch jedes Unternehmen macht sich natürlich Gedanken drüber, was natürlich sinnlos wäre, ist, wenn es jeder anders macht, sondern da braucht es erstmal die gesetzlichen Vorgaben und dann die interne Klärung. Wir sind im Moment dabei zu überlegen, in welche Richtung wir gehen. Es gibt ja von der Richtung, wir sind für ein striktes Verbot. Das gibt es in unseren Einrichtungen nicht, bis hin zu, okay, wenn es es gibt, dann setzen wir uns drauf und werden die besten Anbieter. Gäbe sozusagen die Range an der Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was anderes rauskommt, als was ich jetzt vorhin schon skizziert habe. Dass es ein geregeltes Setting braucht, der Beratung, der Entscheidung und der Assistenz. Und dass bei uns immer das Thema Pflege und Begleitung bleibt und die Assistenz nur eine externe Leistung sein kann und unser Beitrag dazu ist, das zuzulassen und zu begleiten. Das wäre so mein momentaner Stand in die Richtung, in die wir uns begegnen können. Alles andere fände ich jetzt aus der einen oder anderen Grund eher schwierig. Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch mit den Leuten vor Ort in die Diskussion gehen. Ich denke, wir sollten Foren aufmachen, wo auch die Pflegekräfte, die Mitarbeiter der Stadtmission der Diakonie Erlangen zum so Gesprächsrunden finden, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn dann die gesetzliche Grundlage geschaffen ist und dann gesagt wird, also das ist jetzt möglich und an der Basis wurde nicht dran gearbeitet an dem Thema. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, das wissen wir alle. Und ja, das ist unsere Aufgabe dann letztlich, das dafür zu sorgen, dass darüber auch debattiert wird und auch offene Debatten stattfinden dürfen, so wie es heute der Fall ist. Ich glaube, da haben wir einen guten Start gemacht mit der heutigen Veranstaltung und so sollten wir es runterbrechen dann in den Einrichtungen, auch thematisieren in Besprechungen, in Fortbildungen und dann sind wir da auf einem guten Weg und warten letztlich, was die Gesetzgebung irgendwann mal entscheidet. Also ich denke, der schwierige Fall ist halt immer die Unsicherheit. Das ist es, was Sie ansprechen. Wenn das Personal nicht weiß, was darf ich, was kann ich, ist es schwierig. Von daher ist die Klärung das Allerwichtigste. Und dann, was heißt diese Klärung für uns als Träger? Ja. Und dann, was heißt für die Einrichtung? Was heißt für mich als Mitarbeitender? Gut. Es wird bis auf Weiteres ein Spannungsfeld bleiben, also zwischen dem Thema, den freien Willen jedes Einzelnen wirklich zu achten und zu respektieren und gleichzeitig auch das Leben zu schützen und den Lebensmut derjenigen, die in Krisen und stehen und eben am Lebensende sich befinden. Nicht nur bis auf Weiteres, sondern für immer. Für immer, genau. Und auch in dem Austausch und in der Auseinandersetzung, hier wird klar, ich fand es ganz spannend, Sie beide befürchten keinen Dammbruch durch eine Abschaffung dieses Verbots der Sterbehilfe. Und das ist eigentlich gut deutlich geworden in dem Gespräch, weil die Entscheidung, so eine fundamentale Entscheidung, wahrscheinlich kein Mensch leichtfertig treffen würde, nach dem Motto, wenn das Angebot da ist, ist die Nachfrage entsprechend geschaffen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wie viele Aspekte und Rahmenbedingungen eigentlich mitzuklären und zu verhandeln sind, damit es auch trotzdem sozusagen auch Sterbehilfe in Rahmen haben kann, der vertretbar, also ethisch, moralisch und auch sozusagen aus religiösen oder christlich-ethischer Sicht gut von der Diakonie und von uns hier mitzutragen wäre. Ich danke Ihnen erstmal für diese anderthalb Stunden, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben, die Auseinandersetzung, der Austausch, Kontroverse wird anhalten, das Bewusstmachen, transparent machen,
sich austauschen, ist wahrscheinlich der Weg zu allem Weiteren, was da in der Zukunft kommt und womit wir uns auch in unseren Einrichtungen auseinandersetzen müssen. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen für Vorbereitung und Moderation. Ja, genau. Und vielen Dank für die Einladung.